Der wahre Grund für Bidens Rücktritt. Ernst Wolf klärt auf. Was passiert, wenn Leute in Panik geraten? Sie verlieren den Überblick, sie verlieren die Kontrolle über eigenes Leben und sie werden sehr leicht steuerbar. Was braucht man im Moment? Leicht steuerbare Menschen. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiel keine Rolle. Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Bisschen am Glänzen, Digga, ich bin ein bisschen am Sweaten. Brutal heiß in Mexiko, ich küsse eure Zirbeldrüse. Nichtsdestotrotz sind wir natürlich live, regelmäßig. Auch hier auf diesem Kanal, kommt gerne mal mit vorbei. Wenn ihr euch die ganzen Livestreams mal reinziehen wollt in voller Länge, gibt's die auch mittlerweile. Indem ihr einfach ganz easy eine Kanalmitgliedschaft abschließt, könnt ihr euch die ganzen Dinger im Nachhinein reinziehen. Ich liebe euch, Freunde. Das Video heißt, der wahre Grund für Bidens Rücktritt. Ernst Wolf klärt auf. Ich bin gespannt. Ernst, guter Mann, Digga. I love you, bro. Wir gehen ins Video rein. Daumen nach oben, Kommentärchen schreiben, Kanal abonnieren. Und ich würde sagen, der jüngste Peter geht los, Digi. Und los. Was passiert, wenn Leute in Panik geraten? Sie verlieren den Überblick, sie verlieren die Kontrolle über eigenes Leben und sie werden sehr leicht steuerbar. Was braucht man im Moment? Leicht steuerbare Menschen. Das, was sich jetzt so abspielt, ist natürlich auch zum großen Teil inszeniert und zum großen Teil auch ein falsches Spiel. Bei der Demokratischen Partei haben wir es jetzt im Moment mit einem riesigen Aufstand zu tun. Interessant ist ja, dass eigentlich schon seit ungefähr anderthalb, zwei Jahren klar gewesen ist, dass Joe Biden nicht so ganz Herr seiner Kräfte gewesen ist. Also da sehe ich doch zwei Schauspieler, die ein Theater inszenieren, was für das breite Publikum gedacht ist, also was aber sie selber als absolut unglaubwürdige Menschen entlarvt. Also auf das, was diese Leute sagen, da muss man überhaupt nichts geben. Also das ist ein Machtkampf, da geht es wirklich rein um Macht und da werden alle Mittel eingesetzt und da wird auch das Mittel der Lüge jeden Tag aufs Neue da bemüht. Die Aussage von Donald Trump, dass er die CBDCs niemals zulassen wird und dass er auch den Ukraine-Krieg beenden wird, wie passt das zusammen? Sind das alles leere Worthülsen? Sind das alles Wahlversprechen, die niemals geplant werden einzulösen? Oh, ich sag dir ehrlich, ich habe unter dem letzten Ernst-Reaction-Video habe ich in den Kommentaren gelesen, ja, Ernst Wolf erzählt seit Jahren das Gleiche und so, bla bla bla. Ich hab mal ein bisschen Respekt, Nummer eins. So ist einer von wenigen Kandidaten, meine persönliche Meinung jetzt hier, einer von wenigen Kandidaten, der wirklich noch hinter die Kulissen versucht zu schauen so und sich auch traut, das dann auszusprechen, egal wie viele Leute eventuell dann auch gegen ihn sind oder nicht, so, weißt du? Also ich schätze den Mann sehr, der hat schon von Tag 1 Real Talk gemacht, seitdem ich ihn verfolgt habe so und immer das gesagt, was er denkt und immer auch, egal welche Leute dann vielleicht mit ihm sind oder gegen ihn sind, immer einfach durchgezogen, seiner Linie treu geblieben und er sagt immer wieder neue Sachen zu aktuellen Themen, der sagt nicht immer das Gleiche. Ja, natürlich konzentriert er sich auch auf das Thema CBDCs und so, weil es auch kommen wird so. In 10, 20 Jahren werden dann alle sagen, jo, Ernst Wolf ist mir damals auf den Sack gegangen damit und jetzt ist es soweit, weißt du? So. Also da immer schön cool bleiben, meine lieben Freunde, ja. Immer schön cool bleiben. Ich mag den Herrn. Und wenn ihr keinen Bock darauf habt, so, dann müsst ihr es euch auch nicht reinziehen jetzt hier. So, Liebe an euch. Der amerikanische Präsident verlässt den Wahlkampf mit einem einfachen Social-Media-Post. Ohne Video, ohne öffentliches Statement. Was sich dahinter verbirgt, ob Joe Biden wirklich selbst den Rücktritt bekannt gegeben hat und was es damit auf sich hat, dass womöglich der CEO von BlackRock, Larry Fink, nun der zukünftige amerikanische Finanzminister werden könnte. Das ist krass, Bruder. Wusste ich nicht. Der CEO von BlackRock, würde der dann mit dieser Kamala Harris oder was, würde der dann da Finanzminister werden oder wie? Oder unter Trump, die ja auf einmal beide auf einmal jetzt so Bitcoin-Fanatiker geworden sind. Genauso wie Jamie Dimon, der CEO von JP Morgan, in Zukunft der Chef der amerikanischen Notenbank, wo wir genau hinschauen müssen, was die Ablenkungen unserer heutigen Zeit sind und wo die Gefahren lauern, das schaue ich mir mit Ernst Wolf im heutigen Live-Interview an. Wir haben darüber gesprochen, ob die Cyberattacken in der letzten Woche am Freitag womöglich der Cyberattacken erste Vorbote für Wahlmanipulationen sind und wir haben uns noch viel genauer interesting angeschaut, welche Gefahren für die Ersparnisse der Bürger lauern. Und Ernst, jetzt können wir die Katze aus dem Sack lassen. Am 30. Juli, also am Dienstag kommende Woche, wird nicht nur unser Bankeninsider, sondern vor allem auch du zum Thema digitales Zentralbankgeld sprechen. Und du wirst dort einige Neuerungen aufzeigen, die die meisten Menschen noch nicht kennen. Deswegen möchte ich jeden schon mal einladen, sich unter dem Video jetzt zu Konto vielleicht nicht so sicher sind, wie er denkt. Jetzt starten wir aber direkt los mit dem Interview. Schaut euch dieses Video bitte bis zum Ende an. Ernst Wolf spricht Klartext. Ich freue mich darauf. Herzlich willkommen, Ernst. Unser letztes Video hat ja sehr stark polarisiert, weil du eben nicht das kommuniziert hast, was die Medien uns kommunizieren. Jetzt hat Joe Biden auch seinen Rücktritt in der Wahlkampfdebatte
angegeben und bekannt gegeben und das über die Sozialen. Bester Mann, Digga. Ernst hätte ich gerne irgendwie als Onkel oder so, Digga. Schön zu Hause vorm Kamin, bisschen reinschwurbeln so, auf süß. Oder? Sei ehrlich. Medien, was passiert hier gerade? Was ist das für ein Horrorfilm? Na, ich denke, das Wichtigste an der ganzen Geschichte ist, dass die Menschen abgelenkt werden sollen von der Agenda im Hintergrund. Das ist alles viel wichtiger, was im Hintergrund sich abspielt, als das, was sich auf der politischen Bühne abspielt. Aber auf der politischen Bühne erleben wir natürlich jetzt im Moment ein... Ja, das sind die Marionetten, das Theaterspiel, safe, sehe ich genauso. Es ist trotzdem so interessant, sich mit den Sachen auch zu beschäftigen, so ein bisschen, aber am Ende des Tages ist das gar nicht so wichtig, wie die meisten Leute denken. Werk nach dem anderen und das zeigt mir nur, dass man irgendetwas im Hintergrund zu verstecken hat. Also das ist die allerwichtigste erste Botschaft. Das, was sich jetzt so abspielt, ist natürlich auch zum großen Teil inszeniert und zum großen Teil auch ein falsches Spiel. Also ich fange mal an mit Donald Trump. Donald Trump gibt sich vor der amerikanischen Öffentlichkeit so als der Vertreter des Mittelstands aus, also vor allem des unteren Mittelstands, wählte aber dann als Vizepräsidenten einen Mann namens J.D. Vance, der also ganz, ganz direkt verknüpft ist mit der digital-finanziellen Elite, der also von Peter Thiel und Eric Schmidt gefördert wurde. Also er macht genau das Gegenteil von dem, was er den Leuten sagt. Bei der Demokratischen Partei haben wir es jetzt im Moment mit einem riesigen Aufstand zu tun. Interessant ist ja, dass eigentlich schon seit ungefähr anderthalb, zwei Jahren klar gewesen ist, dass Joe Biden nicht so ganz Herr seiner Kräfte gewesen ist. Ja, Joe Biden ist ja vor ungefähr 4 Monaten von seinen Leuten zum Abschuss freigegeben worden. Also die haben ihn ja ein ums andere Mal ins offene Messer laufen lassen. Also ich denke, Joe Biden ist gar nicht mehr Herr seiner Sinne. Der wird einfach gesteuert von irgendwelchen anderen Leuten. Ist auch krass, dass es so kurz nach dem Attentatversuch dann auf einmal einen Wechsel gibt, so, ne? Irgendwie. Das ist so, Bruder, so kurz nach diesem Attentatversuch auf Trump, wahrscheinlich Umfragewerte auch gesehen und gesehen, dass der Biden sowieso hat schon nach der Debatte verkackt gehabt, so. Auf einmal tauschen die den aus. Als ob das perfekt in den Plan reinpasst, so, ne? Und da wissen wir, dass da im Hintergrund einige Leute lauern. Also wir wissen ja auch, dass jetzt Joe Biden erstmal nur gesagt hat, dass er nicht neu antritt, noch nicht zurückgetreten ist. Also er wird jetzt noch ungefähr 3 Monate lang Präsident bleiben. Ich denke, dass da auch diese Unsicherheit gewollt ist. Wir werden dann Mitte August ungefähr den Kongress der Demokraten haben, wo dann der neue Kandidat gewählt werden muss. Und wenn Joe Biden bis dahin nicht zurückgetreten ist, dann ist nicht automatisch Kamala Harris die erste Wahl, sondern dann wird es irgendwie mehrere Kandidaten geben. Und ich bin ja immer noch sicher, dass da im Hintergrund jemand lauert, nämlich Barack Obama mit seiner Ehefrau Michelle Obama. Barack und Michael, Digga, die warten im Hintergrund, sagst du? Die im Moment also auch viel größere Zustimmung in der amerikanischen Bevölkerung hat als Kamala Harris. Und Bruder, die haben doch den Biden eh schon gesteuert, ne? Das ist ja auch schon eigentlich fast Common Sense so. Wissen die meisten Leute, dass der Obama auf jeden Fall viele Calls gegeben hat, was Biden so fabriziert und was nicht. Wir wissen ja, es gibt ja einige Umfragen im Moment. Obama, Hussein und Big Mike. So. Dass die einzige Person, die Donald Trump jetzt nach seinem Attentat schlagen könnte, tatsächlich Michelle Obama wäre. Und interessant finde ich auch, dass... Was eigentlich mit Robert F. Kennedy, Digga? Ich habe mir gestern so ein Werbevideo von dem Cousin reingezogen. Und ist der neutral, Digga? Also ich habe mir wie so ein Ding... Können wir uns kurz... Komm, lass doch mal hier mit einbauen. Scheiß drauf. Ich habe mir so ein Video reingezogen, da dachte ich mir schon, crazy. Also ich habe kurz Gänsehaut gehabt, Mann. Auch wenn ich weiß, dass es wahrscheinlich auch eine Marionette ist, die dazugehört. Aber was er so gesagt hat, Diggi... Fand ich schon so kurz cool. Be president for all of America. We are all here because we love our country, right? Not for some, but for all. Cheaters. Nasty people. Fraud. Oh, we're not going to have a country left. Lying. Predators. So now we have a new victim. Lying Kamala Harris. I know Donald Trump's type. L-Y-I-N apostrophe. Sexual abuse. You're fired. There's a crisis in our country that's deeper than any of the other issues that politicians normally talk about. It's the crisis of division. And it took us 230 years. Of visionary, disciplined leadership by Republican and Democratic presidents to build up those reservoirs of love and respect and moral authority around the globe. And being part of a community is painful because you can't just make decisions based upon your own self-interest. You have to account
for the costs and impacts of those decisions on other people. We need to learn to talk with each other, dispute, have conversation and discourse without hating each other. We need to start being kind to each other. We need to start being respectful to each other. This tribalistic, us versus them thinking is tearing us apart. Die Wahrheit, Bruder. Das stimmt. Ich weiß nicht, ob ihr das nur sagt. Natürlich, bei Politikern muss man halt immer aufpassen. So. Die sagen halt Sachen teilweise auch einfach, damit die halt Stimmen bekommen. So. Aber der, was er sagt, das sagen wir ja auch bei uns im Stream. Diese ganze Spaltung und dieses ganze Links-Rechts-Thema und so, das trägt nicht dazu bei. Wir müssen eigentlich zusammenkommen. Wir müssen uns lieben. Wir müssen Respekt voreinander haben. So. And it's we've given Democrats a chance to fix this country. We've given Republicans a chance. What has not had a chance is a unity government headed by an independent president, beholden to no party, free from corporate influence. Der ist nicht in einer Partei, oder was? Owing no favors to the Washington establishment and ready to... Also was ich weiß auf jeden Fall, dass der auch gut reingeschwurbelt hat zur Corona-Zeit. Der hat da schon auf jeden Fall gut rausgeballert, was die Impfstoff angeht und diese ganzen Sachen. Also der war da schon auch auf unserer Seite, ne? Sag ich dir so, wie es ist. Recruit the best ideas from both parties and from all of those who've been left out. This is the path back to a strong and prosperous America. I know people are ready for it because everywhere I go, people tell me they're sick and tired of the division and they're sick of the hatred. They want mature leadership that isn't about us versus them. With weißt du, was ich meine? Your help, I aspire to offer that. Er war doch auch bei der Demo in Berlin. Ja, der war da. Kind of leadership and had the first unity government of the United States of America since George Washington. God bless you and God bless our country. Weiß ich auch nicht, Digga. Ich bin immer skeptisch. Wir bleiben skeptisch. Aber ich habe kurz Gänsehaut gehabt. Kurz Gänsehaut gehabt, Digi. Wo der gesagt hat, mit Liebe und Zusammenhalten und so. Er hat halt gesagt, was ich auch sage. Kurz Gänsehaut gehabt. Auch die Zahlen für Bobby Kennedy ansteigen. Man muss sich daran erinnern, Bobby Kennedy war mal unter Barack Obama vorgesehen als Umweltminister und ich denke, dass da eine enge Beziehung besteht und wenn Bobby Kennedy dann in letzter Minute sagt... Bobby, der ist Bobby, ne? Der heißt nicht Bobby, der heißt Robert, aber ist das Bobby? Ist Bobby, ne? Ist Bobby, oder? Doch, ich glaube, ist Bobby. Also seinen Wählern, ich trete zurück von der Wahl, wählt bitte Michelle Obama. Wenn du Gänsehaut hast, zieh dein T-Shirt an. Ja, okay, Bruder. Ich küsse euer Herz, Digga. Ist okay, Digga. Ja, tamam. Der hat mich kurz verarscht. Der hat mich kurz gehabt. Was soll ich dir sagen? Ja, okay. So funktioniert das halt. Ich bin ja nicht doof. Ich sag ja jetzt nicht, oh ja, Digga, Kennedy, Bruder, der ist die Rettung und so. Mach ich AfD, die haben auch einige Sachen in der Corona-Zeit gesagt, wo ich gesagt habe, ja, Digga, geil. Endlich sagt's mal einer, aber ja, die verarschen uns dann am Ende des Tages auch wieder. Dann wäre das Ding für die Demokraten gelaufen. Ja, du hast ja beim letzten Gespräch auch schon darüber gesprochen, dass es so einige Ungereimtheiten bei dem Attentat gab. Für mich gibt's jetzt in Bezug auf den Rücktritt in seinem Wahlkampf auch einige Ungereimtheiten. Es gab ja nur ein Statement auf Papier über die sozialen Medien, welches gepostet wurde von Joe Biden. Es gab keine TV-Ansprache oder ähnliches. Kurz zuvor hat er seinen Tweet abgesetzt, I'm sick. Also er ist krank, er hat wohl Covid. Zudem gibt es Hinweise darauf, dass das gepostete Statement nicht echt ist. Also es gibt zumindest Spekulationen. Woher soll man auch wissen, ob es echt ist? Der Briefkopf sei nicht original, die Unterschrift entspreche nicht der von Joe Biden. Manche behaupten auch, Biden würde nicht mehr leben. Was denkst du über diese ganzen Spekulationen? Kann man hier überhaupt irgendwas Verlässliches sagen? Na, ich denke, das einzig Verlässliche ist, dass er wahrscheinlich, also mit Sicherheit jetzt nicht mehr antreten wird. Was das Ganze für mich signalisiert, ist, dass es möglicherweise keine freie Entscheidung von ihm selber gewesen ist, sondern dass man ihn da irgendwie unter Druck setzen musste, dass er sich vielleicht sogar widersetzt hat. Weil wir wissen ja, dass Leute, die an Parkinson oder an Demenz leiden, tatsächlich dann auch zu großen Trotzreaktionen fähig sind. Und er wird ja offensichtlich von seiner Frau immer gestützt, die ja in den letzten Tagen, also wer des Öfteren aufgetreten ist und gesagt hat, ob wir wieder besseres wissen, dass er fit genug sei für eine weitere Präsidentschaft. Also ich denke, dass man ihn da einfach aus dem Verkehr gezogen hat und dann gesagt hat, also pass mal auf, du bleibst jetzt mal im Hintergrund. Also ich glaube nicht, dass es eine freie Entscheidung von ihm war. Dann noch eine andere Sache zu dem Trump-Attentat. Also das Trump-Attentat... Haben wir uns ja auch ein Video zu reingezogen, Joe Biden Verschwörung 2.0, ne? Wo die gesagt haben, dass diese Voicemail, die er geschickt hat, von AI generiert ist und die Unterschrift auf dem Rücktrittsschreiben irgendwie nicht seine Unterschrift ist und so. Alles sehr dubios, Digga. Also Hollywood, Bro, wir sind da. Amerika, das können die am besten so. Das können die am besten, die Jungs innen. Irgendwelche Filme machen.
Filme auf uns machen. Die sind Elite, was das angeht. Hat ja die Folge gehabt jetzt in den letzten Tagen, dass so ein Gegensatz zwischen Donald Trump und dem Geheimdiensten der USA aufgebaut wurde. Es wird ja immer darüber geredet, wie unglaublich schlampig die Geheimdienste da gearbeitet haben. Und auf diese Weise wird so ein Graben zwischen Donald Trump und den Geheimdiensten gezogen. Gleichzeitig hat er aber als Vizepräsidenten sich J.D. Vance ausgesucht, der von Peter Thiel und Eric Schmidt gestützt wird. Und das sind genau die Leute, die die Geheimdienste auch mit IT versorgen. Also Peter Thiel ist der Chef von Palantir oder der Gründer von Palantir. Die arbeiten für Deutscher oder was? Das Pentagon, die arbeiten auch für das FBI, die sind in der Ukraine aktiv, die sind als Berater in Israel für das Militär aktiv. Und Eric Schmidt ist der Vorsitzende vom Nationalen Sicherheitskomitee für die Entwicklung von künstlicher Intelligenz. Also das ist schon ganz interessant, dass man da bestimmte Dinge da in der Bevölkerung so ideologisch erzeugt, die eigentlich genau das Gegenteil von dem sind, von den wieder Film. Da machen sie wieder Film. Allianzen, die man gerade schließt. Ja, die Demokraten brauchen ja jetzt dringend eine Nachfolge. Kamala Harris scheint ja nicht die erste Wahl zu sein. Du hast es ja auch gerade schon angesprochen im Gespräch. Das ist alles, diese ganzen Inszenierungen, die da stattfinden, ist alles, damit wir am Ende wieder uns da voll krass rein involvieren. Und ich sag ehrlich, ich mache ja da jetzt auch gerade mit so, ne? Wenigstens gucken wir uns was an, wo man jemanden reden hört, der auch sagt, ey, das ist alles nur, die wollen euch verarschen, die wollen euch nervös machen, die wollen euch wieder in den Bann reinziehen. Glaubt da nicht dran, weißt du? Weil im Hintergrund sind immer wieder die gleichen Fäden dann doch involviert so. Da merkst du einfach, dass das ganze Politikthema heutzutage oder vielleicht von Anfang an sogar einfach nur ein Spiel ist, was uns ablässt, wie wenn die Olympiade ist oder die EM oder was auch immer so. Das ist ein Spiel, das ist so, ja, wir sollen unsere Aufmerksamkeit, unser Conscious, also unser Bewusstsein dahin lenken. Wir sollen dahin gucken und wir sollen da diskutieren und uns streiten und sagen, nein, ich bin da und ich bin links, rechts, ich bin die Partei, ich bin der Politiker. Damit wir erstens nicht bei uns selbst bleiben, das ist eine der wichtigsten Sachen, sondern damit wir unsere Aufmerksamkeit und unser Bewusstsein irgendwo anders reinstecken und zweitens nicht realisieren, was eigentlich dahinter abgeht so. Mit mir aber besonders zwei Namen, die besonders oft fallen, über die wir auch schon mehrmals gemutmaßt haben. Michelle Obama, Hillary Clinton, ja, beide haben sehr viel gemeinsam, sind Frauen, deren Männer waren bereits beide für zwei Amtszeiten im Weißen Haus. Was ist das wahrscheinlichere Szenario, Michelle Obama, welche öffentlich quasi ausgeschlossen hat, Präsidentin zu werden, oder wohl eher Hillary Clinton? Was sagst du? Na, ich denke Hillary. Oh nee, Digga, nicht die Clinton wieder, Digga. Nee, Bruder, dann habe ich jetzt keinen Bock drauf. Das ist alles derselbe Haufen ist. In der amerikanischen Öffentlichkeit sehr viel an Ansehen verloren. Also ich glaube, dass sie heute nicht mehr so ziehen würde wie Michelle Obama, weil Michelle Obama politisch gesehen ja weitgehend ein unbeschriebenes Blatt ist. Aber Michelle Obama hat ja einmal das Buch geschrieben, was ja ein Bestseller geworden ist. Und Michelle Obama hat dadurch, dass sie sich politisch bisher weitgehend zurückgehalten hat, eben auch nicht so viel, bietet nicht so viel Angriffsfläche. Dazu ist sie dann auch noch dunkelhäutig, also das ist natürlich ein großer Pluspunkt in der nächsten Zeit, weil jeder, der sie angreifen wird, wird sofort als erstes mal zum Rassisten ernannt werden. Also das ist für mich ist es also steht Michelle Obama in der Kette der Leute, die da möglicherweise für den Posten in Frage kommen, ganz oben, und Hillary Clinton steht weit dahinter. Ja, Hillary Clinton ist ja zumindest in Sachen Kandidatur erprobt im Vergleich zu Michelle Obama. Viele sagen, die kann es nicht werden, Michelle Obama, weil sie ja selbst sagte, sie möchte gar nicht in die Politik. Aber wir wissen ja, was diese Aussagen wert sind. Joe Biden hat ja erst einen Tag vor seinem Rücktritt im Wahlkampf gesagt, er wird den Wahlkampf auf jeden Fall gewinnen. Also in Wirklichkeit kann man sich doch hier auf überhaupt nichts mehr verlassen, oder? Was die Worte dieser Leute gelten, das haben wir jetzt gerade durch die Enthüllung von Newsweek gesehen. Also das ist ja wirklich interessant, dass Donald Trump irgendwann sogar mal für Kamala Harris gespendet hat, dass er auch mal der Clinton Foundation über $100,000 gespendet hat. Also das ist unglaublich. Also das, er hat auch zu Hillary über Hillary Clinton früher sehr positiv mal geredet. Dann hatte sie auf der Bühne da ihr gesagt, direkt ins Gesicht gesagt, du müsstest im Gefängnis sitzen. Also auf das, was diese Leute sagen, da muss man überhaupt nichts geben. Also das ist so. Ein Machtkampf, da geht es wirklich rein um Macht und da werden alle Mittel eingesetzt und da wird auch das Mittel der Lüge jeden Tag aufs Neue da bemüht. Eine weitere Sache in dem Kontext, die wenige wissen, ist, dass der Sohn von George Soros, Alexander oder Alex Soros, sich kürzlich mit Clintons engster Assistentin Yuma Abedin verlobt hat. Sie ist 48, er ist 38, siehst du da? Sie ist 48, er ist 38, Bruder, was hast du gemacht?
Sorry, Digga, erstmal das. Und zweitens, das ist ja eine heftige Connection, Digga. Das ist eine krasse Connection, jo. Auch einen möglichen Zusammenhang? Ja, ja, natürlich. Also da werden politische Allianzen geschlossen, da werden persönliche Allianzen geschlossen. Und diese persönlichen Allianzen, die zeigen uns, dass diese ganzen politischen Allianzen doch eigentlich nur vorgespielt ist. Auch Familien, da werden Familien zusammen geheiratet und so, damit das schön, weißt du, wie ich meine? Das haben die ja früher schon auch gemacht, so gewisse Leute. Also ich glaube nicht, dass dieses Persönliche da zwischen den beiden, dass sie dir geheiratet haben, dass das jetzt fake ist. Aber ich glaube, dass die ganzen... Man weiß nie, Digga, selbst das könnte fake sein. ...öffentlichen Auseinandersetzungen da absolut fake sind. Also wir wissen ja auch beim letzten Wahlkampf, also es ist ja so interessant, also beim letzten Mal, als Donald Trump den Wahlkampf geführt hat gegen Hillary Clinton, als er dann gewählt war, dann war er kurz darauf bei einem Dinner eingeladen in Washington, wo Hillary Clinton auch dabei war, wo die beiden sich ganz herzlich begrüßt haben. Also da sehe ich doch zwei Schauspieler, die ein Theater inszenieren, was für das breite Publikum gedacht ist, also was aber sie selber als absolut unglaubwürdige Menschen entlarvt. Jetzt hat ja der US-Kolumnist Todd Starnes angedeutet, dass Trump wohl die stärkste Unterstützung aus der Bevölkerung genießt. Wie siehst du die Chancen aktuell für Donald Trump? Du hast ja auch schon mehrfach angesprochen, dass viel interessanter ist auf seinen Assistenten, also auf seinen Vizekandidaten, so muss man sagen, zu schauen, J.D. Vance. Aber wie realistisch ist es, dass Donald Trump das Rennen macht? Ey, seid Gunner, sei mal korrekt, Alter. Bleib mal cool, hier wird nicht beleidigt, Alter. Wenn du noch eine Beleidigung raus... Bruder, Timeout. Deus, Timeout. Please. Timeout, auf die stille Treppe, nochmal so ein Ding und du bist raus. Würdest du dich jetzt schon aus dem Fenster lehnen und sagen, der ist es, das ist in Stein gemeißelt? Kannst ja gerne deine Meinung haben, aber nicht so mit halt deinen Mund und so, das ist respektlos. Also, wie redest du hier mit des Abi Ernst Wolf? Nein, nein, auf gar keinen Fall, ganz im Gegenteil. Also ich glaube, also wenn man jetzt so mal das Ganze in so einer größeren Timeline sieht, dann muss man sagen, dass dieses Attentat eigentlich, also was ja wirklich ihm sehr viel Zuspruch gebracht hat, dass das eigentlich zu früh gekommen ist. Also die Halbwertszeit von solchen Ereignissen, die ist heute ungefähr 3-4 Wochen. Und nach 3-4 Wochen wird sowas verblassen. Also ich glaube, wenn dieses Attentat zum Beispiel passiert wäre, eine Woche vor der Wahl, dann hätte niemand irgendeine Chance gegen Donald Trump gehabt. Aber da bis zur Wahl sind eben noch 3 Monate und da wird noch viel Wasser den Delaware River runterfließen. Also ich glaube auch, dass bei der Demokratischen Partei da noch einiges in petto ist. Also die haben ja dann, ich glaube, am 17. oder so, am Mitte August jedenfalls, ihre National Convention, wo sie dann ihren Kandidaten präsentieren werden. Ich glaube auch, dass sie bis dahin warten werden. Ich glaube nicht, dass Biden vorher zurücktreten wird und Kamala Harris dann als Präsidentin eingesetzt werden wird, weil ich glaube, man wird den Leuten suggerieren wollen, wir sind eine ganz demokratische Partei und wir lassen mehrere Kandidaten zur Abstimmung kommen. Natürlich ist vorher wahrscheinlich schon klar, wer das werden wird. Und in meinen Augen hat immer noch Michelle Obama die größten Chancen, obwohl inzwischen auch Leute wie Gavin Newsom ins Spiel gebracht werden. Aber ich glaube niemals, dass jemand wie Gavin Newsom gegen Donald Trump auch nur irgendeine Chance hätte. Also offiziell nicht, aber man weiß ja, dass auch die Wahlen manipuliert werden können. Das haben wir ja in der Vergangenheit auch schon mal mitbekommen, so an der Stelle, wenn ich das so sagen darf. Also wie gesagt, ich glaube halt daran, dass es noch ein paar Fäden gibt, die im Hintergrund gezogen werden. Und wenn es da gewisse Leute gibt, die nicht wollen, dass der oder der Präsident wird, dann wird der nicht Präsident. Koste es, was es wolle, weißt du? Da werden alle Register dann auch gezogen, so. Eine weitere interessante Aussage hat ja der Vizekandidat J.D. Vance getätigt. Der Senator von Ohio sagte, dass die USA wollten Verbündete in Europa und keine Vasallenstaaten. Das fand ich auch schon sehr polarisierend. Es sei an der Zeit, dass Europa auf eigenen Füßen stehe. Siehst du hier im geopolitischen Sinne eine Chance, dass Europa aus diesem Vasallenstatus, wie er sagt, rauskommt? Oder siehst du es eher umgekehrt? Man sieht ja im Moment auch, wie diese politischen Marionetten sich da vor dem digital-finanziellen Komplex verbeugen. Also die versuchen alle, also wirklich gut Wetter zu machen gegenüber den wirklich entscheidenden Leuten von heute. Die entscheidenden Leute von heute, das sind Larry Fink, das sind Bill Gates, das sind Leute wie Eric Schmidt oder Peter Thiel, das sind die wirklich entscheidenden Leute. Safe, Digga, sehe ich genauso, Bro. Ich widerspreche ihm halt nicht. Ich stimme ihm halt bei ganz vielen Sachen, bei vielen Dingen stimme ich ihm zu. So. Andere, hier sagt einer, man denkt, Ernst wäre Leon sein Onkel. Also ich wäre froh, wenn es mein Onkel wäre, so, auf jeden Fall. Also ich bin auch dankbar und froh für meinen Onkel, aber wenn ich noch einen Onkel hätte, der so ernstmäßig unterwegs wäre, Digga, why not? Das finde ich doch gut. Finde ich lieb. Feiere ich, Digga, solche Menschen wie ihn, weißt du? Und ich bin aber trotzdem so, dass ich auch verteidigen würde, wenn der jetzt nicht reden würde, was ich auch fühle, sondern irgendwelche anderen Sachen, die ich nicht fühle. Trotzdem Respekt, Bro, weißt du? Ich will auch ein bisschen den Leuten mitgeben, dass wir
dass wir endlich anfangen, auch uns zu akzeptieren, auch wenn wir andere Meinungen haben. So ist so. Ich glaube, das ist eine sehr wichtige Sache und es geht immer mehr flöten in dieser TikTok-Hater-Kultur so, dass wir immer so schnell dabei sind, andere zu beleidigen und nein, der hat eine andere Meinung, jetzt muss ich den fertig machen und so. Menschlichkeit, Respekt geht verloren. Manche Leute sagen, es ist konstruktive, die denken, das ist konstruktive Kritik, wenn wir einfach nur sagen, guck mal, der Arschloch. Ist nicht konstruktiv, ist nicht menschlich, ist nicht korrekt, ist nicht respektvoll. Ich würde wieder gerne in eine Welt reinkommen, wo Menschen, die eine andere Meinung haben, trotzdem noch ein gewisses Respekt- und Menschlichkeitslevel beibehalten können. Und das will ich halt auch versuchen, hier im Chat so ein bisschen, auch so ein bisschen in die Richtung zu treiben, Digga, dass wir da auch miteinander einfach so unterwegs sind. So. Ich bin da auch nicht perfekt. Man lässt sich auch mal hier und da triggern und fährt dann ein bisschen emotional und so, dies, das, bla. Aber das ist so das Ziel ein bisschen. Und denen muss man natürlich irgendwie suggerieren, dass man für sie nützlich ist. Und was ist das große Problem der USA? Das Riesenproblem der USA sind die unglaublichen Schulden, die die haben. Und diese Schulden müssen irgendwie bedient werden. Und da muss man natürlich sich auch international irgendwie ein bisschen zurückziehen, um da tatsächlich mal ein paar Ersparnisse da zu schaffen. Und deswegen, also für mich ist das interessant insofern, als dass ich hinter jeder dieser Äußerungen immer eine Anbiederung an den digital-finanziellen Komplex sehe. Ja. Ja, wir sehen ja in Europa gerade diese Tendenz, dass ähnlich wie in den USA Wahlen nicht mehr wirklich politisch argumentiert werden, sondern Hauptsache eben durch den medialen Einfluss. Bei uns ist dann eher Hauptsache nicht rechts die Devise. Ja. Man bildet hier Allianzen, spricht sich ab, bildet Brandmauern und so verhindert man, dass Rechte die Wahlen gewinnen. In Frankreich ist das kürzlich ja auch passiert. Kann man Trump mit solchen Mitteln aufhalten? Da weiß ich nicht, aber ich finde es ganz interessant, also was gerade zum Beispiel in England passiert ist. Also in England hat ja Keir Starmer gewonnen gegen Rishi Sunak. Ich habe ja beim letzten Mal schon erwähnt, dass Rishi Sunak im März von Barack Obama besucht wurde. Und interessant ist aber, dass im Wahlkampf Keir Starmer beraten wurde von niemandem anders als Barack Obama. Also Barack Obama ist ja 2008 das erste Mal gewählt worden, dann 2012 das zweite Mal gewählt worden. Und Barack Obama war ja der erste Präsident, der praktisch auf der Klaviatur der sozialen Medien perfekt gespielt hat. Also er hat ja seine Kampagnen damals mit diesem Spruch da, yes we can, da durchgezogen. Oder Außenwirkung von Obama war wild. Also kannst du sagen, was du willst, auch wie der rumgesteppt ist und der war halt cool, weißt du? Der konnte gut reden, der sah gut aus, der hat da so komisch, also gab es Bilder, wie er so Mitarbeitern im Weißen Haus Faust gibt und so. Der hat halt den Vibe gespielt, war schon, also Außendarstellung war schon Next Level, Digga. War, glaube ich, einer der heftigsten bis jetzt, was Präsidenten in Amerika angeht. Der hat halt Swag gehabt, so der Bruder. Der ist halt auch noch... Und hat damals über alle sozialen Medien, also die voll und ganz abgeräumt. Also der ist der Mann, der das wirklich, also wie aus dem FF beherrscht. Und da gibt es jetzt ein paar Unterschiede. Also ich glaube ja auch zum Beispiel, dass in Amerika Donald Trump gar nicht an die Macht darf, weil Donald Trump sich sehr schnell als das entblößen würde, was er tatsächlich ist, nämlich eine Figur des digital-finanziellen Komplexes. Also all das, was er tatsächlich dann machen würde, würde seine Basis also so vor den Kopf schlagen. Deswegen glaube ich, dass man dann Donald Trump, also möglicherweise durch Wahlmanipulation auch, wieder verlieren lassen wird, dass man im Hintergrund immer diese große Opposition in den USA hat. Man hat dann krass, das ist eine krasse Theorie, ja, ich schwör's dir. Das ist eine krasse Theorie. Der sagt quasi, dass er das auch schon weißmäßig, ne? Dass sie den bewusst verlieren lassen und er weiß das auch. Der tut dann so, als ob er sich dann aufregt. Das ist eine Theorie. Tut dann so, als ob er sich aufregt, aber das wird nur gemacht, damit diese Opposition am Leben bleibt, so. Ist so geil. Ist schon ein Ding, Bruder. Also, wenn ich jemand wäre, der dieses Orchester spielt und sagt, ey, wir müssen gucken, dass immer schön starke Opposition am Start ist und so, dann wäre das schon ein guter Move auf jeden Fall. Wäre das. Diese Auseinandersetzung zwischen den Herrschenden und denen, die eigentlich gerne an die Macht wollen und die den Leuten sehr viel Versprechungen machen. Man muss sich nur mal vorstellen, Donald Trump würde tatsächlich im November gewählt werden, wäre dann ab dem 16. Januar der nächste Präsident und müsste dann etwas tun, um das Staatsdefizit da einzuschränken, um irgendwas gegen den Fortschritt der künstlichen Intelligenz zu machen, um den Abbau von Arbeitsplätzen zu begegnen.
Der hätte überhaupt keine Chance. Der müsste das gleiche Programm durchführen wie Milei in Argentinien. Und der würde sofort unglaublich an Rückhalt bei seinen eigenen Befürwortern verlieren. Und damit wäre das Spiel, damit wäre diese große Blase geplatzt. Donald Trump lebt von der Illusion im Moment, dass er, wenn er Präsident wäre, wirklich für die einfachen Leute, gerade im Mittleren Westen, also der ideale Kandidat wäre. Das würde sich aber dann sofort als Fake herausstellen. Und dann wäre das ganze Spiel zu Ende. Also ich glaube, dass man jetzt stattdessen eine Demokratin oder einen Demokraten. Ist ja auch nur eine Theorie, die er hier aufstellt. So. Er sagt ja nicht, das ist so, der sagt, er glaubt das. Wählen wird und dass dieses Spiel dann eben noch eine ganze Zeit weitergespielt werden wird. Der wirkliche Hintergrund der ganzen Sache ist nämlich, das wichtigste Projekt auf der Welt im Moment ist die Einführung von digitalem Zentralbankgeld. Da sind wir jetzt wieder, Digga. Das ist ernst sein Thema so. Ich kann auch verstehen, wie Leute dann sagen, er redet immer über das Gleiche und so, aber es ist halt auch eine Sache, die kommen wird. So, das ist ja keine Verschwörungstheorie, verstehst du? Das wird kommen. Und dann werden wir sehen, Alter, wenn das dann irgendwann noch mit Sozialpunkte-Score gekoppelt wird und diese ganzen Sachen, dann ist das halt auch eine Sache, die uns schon mies hops nehmen wird. Den verstehe ich auch, dass er darauf so oft aufmerksam macht. Und diese Einführung ist im Moment noch nicht ganz klar. Man weiß im Moment nicht, wie man da weiter vorgehen soll, weil die ganzen Großversuche bisher gescheitert sind. Man arbeitet da an allen Fronten, an verzinsbarem digitalen Zentralbankgeld. Man ist mit der Wholesale CBDC inzwischen fast fertig. Also da sind alle großen Projekte inzwischen erfolgreich abgeschlossen worden. Es geht sogar jetzt weiter in die Vorbereitung des Launches, also der tatsächlichen Einführung von Wholesale CBDCs. Ich bin nicht sicher, ob man tatsächlich vielleicht damit anfangen wird, dass man erstmal die Wholesale CBDC rausgibt und dann die Retail CBDC. Aber ich weiß ganz genau, um die Retail CBDC einführen zu können, muss man ganz großes Chaos anstiften. Und genau das sehen wir im Moment weltweit. Das sehen wir in Frankreich, das sehen wir in England, das sehen wir in Amerika. Aber unter verschiedenen Vorzeichen. Also in England zum Beispiel hat man jetzt eine Regierung an die Macht gebracht, die sich sofort entblößt. Also in Leeds zum Beispiel haben wir bürgerkriegsähnliche Zustände. Leeds ist eine Großstadt in England. In London sieht man immer wieder Bilder, wo also junge Araber da mit gezücktem Messer durch die Gegend fahren. Also da sind grauenvolle Zustände im Moment. Und die kann man natürlich dann der Labour-Partei anlasten. Und dann kann man wieder zurückgreifen auf die anderen Leute, die dann mit einem radikalen Programm à la Milei auftreten werden. Also da ist alles möglich im Moment. In Amerika wird sich das eben in den nächsten zwei, drei Monaten entscheiden, welche Strategie da gefahren wird. Wie passt es dann aber dazu, dass die Aussagen von Milei, du hast ihn ja gerade angesprochen, dass er die Zentralbanken, die Notenbanken abschaffen möchte, die Aussage von Donald Trump, dass er die CBDCs niemals zulassen wird und dass er auch den Ukraine-Krieg beenden wird. Wie passt das zusammen? Sind das alles leere Worthülsen? Sind das alles Wahlversprechen, die niemals geplant werden einzulösen? Ganz genau. Also Milei hatte niemals vor, die Zentralbank abzuschaffen. Im Gegenteil, er hat einen alten Vertrauten damit reingebracht in das Spiel. Er hat sich sofort dem IWF unterworfen, obwohl er gesagt hat, also er ist für die nationale Souveränität von Argentinien. Er hat genau das Gegenteil von dem gemacht, was er den Leuten versprochen hat. Und wir kriegen zurzeit sehr wenig zu hören aus Argentinien, weil in Argentinien also die Armut wirklich in unglaublicher Weise in die Höhe geschnellt ist. Die kommen alle nach Mexiko, Digga. Ist crazy, Bro. Die Opposition da immer stärker zunimmt, in den Straßen auch. Also es ist kein Wunder, dass Milei damals auch gesagt hat, also die Geheimdienste müssen gestärkt werden. Also das ist genau das, was uns weltweit bevorsteht. Weil die Staaten sind im Moment völlig bankrott. Der digital-finanzielle Komplex weiß nicht genau, wie er das neue Geld einführen soll. Er weiß nicht genau, auf welche Marionetten er setzen soll. Also wir haben eine unglaublich instabile Situation und die spiegelt sich ja auch an den Börsen wieder. Also da gibt es im Moment noch teilweise diese hysterischen Sprünge nach oben. Aber ich bin sehr sicher, dass wir da an den Börsen auch in der nächsten Zeit also ganz gewaltige Volatilität erleben werden. Ja, ich habe spannende Informationen gelesen und würde mich auch gerne über deinen Wahrheitsgehalt oder deine Einschätzung mit dir unterhalten. Und zwar, das würde den Vogel wirklich abschießen. Und zwar müssen wir jetzt auch mal über BlackRock sprechen, über das Unternehmen, über das du ja am häufigsten sprichst, denn die haben ihre Finger quasi überall drin, wie wir gelernt haben. Es gibt Stimmen, die folgende Thesen aufstellen. Trump hat als US-Präsident wohl vor, den amerikanischen BlackRock-CEO und den weltweiten BlackRock-CEO Larry Fink zum Treasury-Chef zu machen. Also Trump hat das vor. Ey, yo, Mädels, Jungs, macht auf, ja. Ich mach bitte auf, bitte. Zum Finanzminister und den JP Morgan-CEO Jamie Dimon zum Notenbank-Chef. Wie realistisch ist das für dich?
Ja, erstmal gibt es da ganz widersprüchliche Meldungen. Also vor 3 oder 4 Tagen wurde noch berichtet, dass Donald Trump sich entschieden hätte, Jay Powell weiter im Amt zu lassen, wenn er Präsident wird, weil er hat Jay Powell, den jetzigen Präsidenten der Federal Reserve, also der amerikanischen Zentralbank, er hat den immer ganz heftig kritisiert. Er hat gesagt, nein, er wird ihn im Amt lassen und er wird auch nicht eingreifen, was die Zinspolitik angeht. Genau das ist genau das, was Leute wie der Vorstand von BlackRock auch will. Also die wollen natürlich, dass die Zinsen hoch bleiben, damit sie möglichst viele kleine Banken jetzt einkassieren können, damit die kleinen Banken alle verschwinden, damit sie dann mit dem digitalen Zentralbankgeld aufwarten können. Interessant war, dass jetzt da ein Post gewesen ist von einer Plattform, die 2,3 Millionen Follower hat, dass Trump jetzt plant, also Larry Fink da zum Chef der Treasury, also zu seinem Finanzminister zu machen. Genau das Gegenteil ist der Fall. Also Trump hat letzte Woche gesagt, dass er plant, Jamie Dimon in dieses Amt da hinein zu hieven. Nur interessant ist die Beziehung. Das ist doch alles. Zwischen der Jamie Dimon und Larry Fink. Also Jamie Dimon ist der Chef von JP Morgan. Und der größte Investor in JP Morgan, also der größte Aktienhalter von JP Morgan, das ist natürlich BlackRock. Also Larry Fink steht eine Stufe höher hinter Jamie Dimon. Es ist also völlig egal, wer von beiden da Finanzminister wird. Und so wie ich Larry Fink einschätze, wird er sich auf so einen Deal niemals einlassen. Weil Larry Fink ist ein Mann, der 40 Jahre lang weitgehend im Hintergrund gearbeitet hat und der jetzt offensichtlich zugelassen hat, dass man zum Beispiel gegen Klaus Schwab schießt. Und das in meinen Augen deswegen, weil Klaus Schwab einfach viel zu sehr die Öffentlichkeit gesucht hat. Larry Fink ist ein Mann, der gerne hinter den Kulissen die Fäden zieht und der sich bestimmt nicht so in den Vordergrund drängen wird. Da bin ich ganz sicher. Ja. Donald Trump hatte mal gesagt, dass er keine digitale Zentralbankwährung zulassen möchte. Haben wir ja gerade schon angesprochen. Jedoch könnte einem Bericht zufolge der USDC Stablecoin als CBDC durch die Hintertür eingeführt werden, weil dies auch von BlackRock unterstützt werden soll. Ist das vielleicht... Mann, alles derselbe Haufen, ich schwör's dir. Alles derselbe Haufen, ich bin da raus, Freunde. Passt, oder? IT-Ausfälle, die Rolle von KI. KI vielleicht nochmal, Digga? KI wäre vielleicht nicht interessant. Haben die Geheimdienste in Amerika eine unglaubliche Macht, und zwar über diese Fusion mit den IT-Konzernen. Und hinter den IT-Konzernen stehen dann natürlich als große Geldgeber die großen Vermögensverwalter. Also da ist so eine Dreifaltigkeit entstanden, gegen die im Moment keiner irgendwie mehr ankommen kann und die also auch die ganze ideologische Sphäre beherrschen und die dieses ganze Theater meiner Meinung nach inszenieren, was uns wahrscheinlich in den nächsten Wochen vor der amerikanischen Wahl noch ganz weit zu neuen Höhen auflaufen wird. Welche Rolle wird denn das Thema AI, also künstliche Intelligenz, dieses Jahr? Lass noch künstliche Intelligenz, hier geht nur eine Minute, Digga. Und dann sind wir auch raus aus dem Video. Spielen auch im Zuge der US-Wahlen. Das ist das allerwichtigste Thema neben der Einführung von CBDCs, und zwar AI. Bedeutet, dass unglaublich viel Energie gebraucht wird. Für die AI müsste man also alle Energiequellen der Welt anzapfen in der nächsten Zeit. Und das widerspricht natürlich dieser ESG-Agenda, auf die natürlich BlackRock vor ungefähr 8 Jahren aufgesprungen ist. Und deswegen hat sich BlackRock ja selbst schon von dieser ESG-Agenda verabschiedet. Echt? Von diesem ESG-Score? Kommt auch noch ein Video demnächst, auch sehr interessant. Anderen noch weitergetrieben. Aber BlackRock weiß genau, man muss so viel Energie erzeugen, wie nur irgend möglich. Und das kann man nicht mehr mit dieser Sorge um die Umwelt den Leuten verkaufen. Deswegen finde ich ja auch so wichtig, dass man jetzt einen Blick wirft auf diese Entwicklung im Bereich der organoiden Intelligenz, weil da wird tatsächlich jetzt gearbeitet mit ganz niedrigem Energielevel. Also wenn man da jetzt Durchbrüche erreichen würde, dann könnte man tatsächlich auch mit der ESG-Agenda wieder aufwarten und den Leuten diese ganze CO2-Agenda und diese ganzen CO2-Steuern weiterverkaufen. Verstehe. Also da ist im Moment im Hintergrund etwas im Gange, über das man sich unbedingt informieren muss, was uns garantiert Aufschluss über das geben wird, was uns die nächsten Jahre da erwartet. Heftig, Digga. Dieses AI-Thema auch ein sehr wildes Thema, so was auch bestimmt noch sehr interessant werden wird in der Zukunft. So. Leute, schreibt mir gerne eure Gedanken in die Kommentare unten rein. Seid nicht zu radikal. Ich liebe euch. Am Ende zählt das, was ich auch immer versuche, euch zu sagen. Bleibt bei euch. Lasst euch nicht ficken. Lasst euch wirklich, also sorry, wenn ich das Wort, das F-Wort benutze, aber lasst euch nicht dazu krass radikalisieren oder emotionalisieren oder irgendwie auf eine Seite ziehen oder so. Lasst mal bei uns bleiben und lasst mal einfach
lass mal einfach alle versuchen, in Harmonie miteinander zu leben, so. Egal welche Meinung, Richtung, Partei, Kultur, Herkunft, Hautfarbe, Religion. Wir sind alle eins. Ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Peace out.